Heute zeige ich euch, wie ihr mit Papierstrickschlauch und Aludraht einen Schriftzug zum Muttertag basteln könnt. Damit wir gleich den Schriftzug biegen können, muss zuerst der Papierstrickschlauch auf den Aludraht gefädelt werden. Praktisch ist, dass der Papierstrickschlauch innen hohl ist, sodass wir einfach die Öffnung auf den Aludraht aufschieben können und so Stück für Stück den Aludraht mit dem Papierstrickschlauch ummanteln können. Ich habe jetzt hier einen etwas stabileren Aluminiumdraht gewählt, der hat 2 mm Durchmesser. Man kann Schriftzüge durchaus mit einem dünneren Aluminiumdraht biegen, aber weil jetzt hier unser Beste Mama Schriftzug von alleine stehen soll, habe ich einfach diese etwas stärkere Variante gewählt. Jetzt geht es ans Biegen der Buchstaben und praktischerweise haben wir für euch eine Buchstabenvorlage, die ihr kostenlos auf dem Halbach-Blog herunterladen und ausdrucken könnt. Und dann jetzt den Aluminiumdraht einfach entlang der Schablone führen. Das muss gar nicht super exakt sein. Wir können zum Schluss nochmal mit Hilfe einer Zange so ein bisschen Feintuning betreiben, aber zumindest einmal die Buchstaben schon mal grob vorformen. Und das Praktische an der Vorlage ist, dass man sieht, in welcher Reihenfolge der Papierstrickschlauch geführt werden muss, so dass ihr das Wort von vorne bis hinten in einem durch biegen könnt, ohne zwischendurch absetzen zu müssen. Jetzt geht es noch ein bisschen ans Feintuning. Ich habe für den Mama-Schriftzug etwa 1,20 Meter Aluminiumdraht mit dem Papierstrickschlauch ummantelt. Da würde ich nicht zu knapp das Ganze bemessen, denn je nachdem, ob eure Buchstaben irgendwie ein bisschen breiter oder etwas schmaler laufen, wäre es ärgerlich, wenn am Ende so ein paar Zentimeterchen fehlen. So, mit einer Zange kann man jetzt noch mal so ein bisschen die Übergänge oder das, was so genau übereinander liegen soll, festklemmen. Also jetzt hier zum Beispiel der Bogen Mama einfach eben einmal so ein bisschen festkneifen, so dass die Buchstaben so ganz eindeutig erkennbar sind, oder hier unten der Bogen beim M einfach einmal nehmen, so ein bisschen zusammendrücken. Das gleiche hier bei dem nächsten Bogen. Sanft und vorsichtig, das muss jetzt auch nicht mega stramm sein. Genau, vielleicht hier bei dem A nochmal. Da unser Schriftzug aus zwei Teilen besteht, habe ich für das Beste einfach nochmal eine andere Farbe gewählt. Da seid ihr völlig frei, denn von dem Papierstrickschlauch gibt es viele, viele wunderschöne Farben, sodass ihr da nach Herzenslust kombinieren und gestalten könnt. Ich habe den Schriftzug als Aufsteller gedacht und dafür einfach in Vierkanthölzer Löcher gebohrt. Und zwar einmal auf die schmale Oberseite, sodass der Schriftzug jetzt auf zwei Ebenen funktioniert. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr die Schriftzüge auch super an Metall- oder Bambusringe anbringen. Dann habt ihr eine Variante für die Wand oder die Tür. Ich habe mir das jetzt hier schon mal so hingelegt, wie es dann in etwa auch stehen würde, und die Schriftzüge übereinander gelegt. Und das ist jetzt beliebig, an welchem Buchstaben ihr das Ganze anbringt. Ich habe mich jetzt hier für den zweiten Bogen des M's entschieden und ja, die einfach hingelegt, und jetzt biege ich dann das Beste einmal herum und noch ein zweites Mal, damit das so ein bisschen stabil ist. Dann verrutscht das alles natürlich so ein kleines bisschen. Ich würde mir jetzt hier hinten das mit ein bisschen Überstand abkneifen und dann nach hinten verbiegen, so dass man dann den Übergang nicht mehr so gut sieht. Und gleich, wenn das Ganze steht, kann man dann nochmal die Buchstaben so ein bisschen ausrichten.